Moin Leute, welcome back into the jungle hier mit Street Fighter The World Warrior. Natürlich auch der zweite Teil. Und wir sind hier im wunderschönen China bei Chun-Li. Und wir haben jetzt mal ein bisschen die Leichtigkeit hier verändert, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu low hier. Das erste Battle gegen sie haben wir doch ganz gut gemeistert, ne? Wir spielen jetzt, glaube ich, auf Stufe 3, vorher mal auf Stufe 5 gespielt. Eben hatte ich nochmal ein paar Mal auf Stufe 5 gespielt, weil ich Depp das letzte Mal vergessen habe zu speichern. Und, ja, das war halt nix. Und, ja, war halt scheiße, ne? Denn da musste ich dann alles nochmal neu machen. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu low hier. Ich spiele schon fast auf ganz easy hier und dann verliere ich immer noch. So, Freunde, da haben wir gegen Chun-Li gekämpft und gewonnen. Mit Kian. Owen Wilson auch genannt. Owen Wilson. Attack me if you dare, I will crush you. Okay. Ab geht's nach Brasilien und wir besiegen und bezwingen Blanka. Fight. Gegen den ich ja schon im allerersten Match fast verliere. Ach, ich Depp. Ich hab's auch noch gesehen. So, und ich hoffe, dass mir jetzt das Spiel nicht abstürzt. Ach, Mann. Denn eben ist es mir auch alles abgestürzt. Ich glaube, der kommt einfach mit der High-End-Grafik hier nicht zurecht, der PC. Ja, und wenn euch die Spiele hier gefallen, die Super Nintendo-Spiele, lasst mal einen Daumen oben. Vielleicht werde ich mir auch dann so einen Super Nintendo Controller besorgen für einen Computer. Und dann kann man das Ganze mal ein bisschen für euch spielen, ne? Denn die Spiele erinnern ja hier an die ehemalige Kindheit. Von damals. Kann ich mich noch dran erinnern, hier Super Nintendo immer durchgesuchtet auch noch. Easy to win, Freunde. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Damals Super Nintendo durchgesuchtet mit Yoshi Island hatten wir damals. Street Fighter hatten wir auch. Hat richtig Bock gemacht auf jeden Fall. Wir reisen in die USSR. Damals noch die Sowjetunion. Zangief. Hast du mir als Schnitte dabei. Also irgendwie, ich glaube, das ist jetzt hier ein bisschen zu gut für mich. Ein bisschen zu easy, glaube ich. Weil wir gewinnen jetzt und die machen eigentlich fast keinen Schaden hier. So soll das hier eigentlich nicht sein. Fight! Der macht ja gar nichts irgendwie hier. Aber vielleicht haben wir noch ein paar stärkere Gegner dabei. Also, oh, da hat er mich einmal hier. Muss auch mal ein bisschen. Haben wir mit unserem kleinen Feuchtchen haben wir bezwungen. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals mal ein Spiel gespielt, das war mega cool, aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das war so ein Typ, der hatte so einen Blaster in der Hand und hat dann immer die ganzen Leute abgeschossen. Also, was heißt Leute? Waren halt so, wie so Roboman oder so war das. Oh ja. Gegen Guile, gegen den wir das letzte Mal verloren haben. Mit der Hordenfrau da hinten. Das waren damals noch Animations hier. Zwei Stück hatten sie gehabt, damals im Hintergrund. 8-Bit. Weil es ist 16-Bit. Oh. Da haben wir wohl mal wieder gegen Guile verloren. Kicken, dass wir ihn hier besiegen. Und ich liebe einfach Street Fighter, ey. Das, die zwei damals gesuchtet ohne Ende, das Spiel. Ich geb dir gleich mal einen Alex Boom, Alter. Wir dürfen nicht so weit weg sein von dem. Der macht ja nämlich sein hässliches. Alter. Alex Boom. Ey, das war mega knapp. Guck dich mal oben die Lösung. Guck dir mal um die Lüse. Ja, ich versuche jetzt mal die Videos nicht zu schneiden, sondern einfach so zu lassen, wie sie gerade sind. Ohne zu rendern, weil das Ganze geht dann ein bisschen schneller. Und ich meine, man braucht ja kein Outro oder sonstiges.
Oder was für einen Titel wir hier spielen. Kann man sich aus dem Titel oder so raussehen, ne? Dann braucht man nicht unnötig rendern. Ich nehme ja eh hier ein HD auf, also von daher bascht das ja. So. Warning. Der fette Kampfjet im Hintergrund. Wow. Oh, da haben wir blutig gehauen. Get up. Oh, Bonus Stage. Das war damals geil. Bam, 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 bam. Der war damals ein blöder Stein. Das war damals geil, ey. Punkte gemacht hier ohne Ende. Bam, bam, bam. Und wenn du es geschafft hast, dann war mega nice hier. Aber schaffe ich nicht. Na egal. Gib nur Punkte, Zeit ist vorbei. Bonus Station haben wir gemacht hier. Halbzeit. Drei liegen noch vor uns und wir fliegen nach Indien. Dalsin. Oder Dalsin. Ja, schön, hier vorne im Hintergrund. Vielleicht schaffen wir jetzt in einer Folge hier alle. Gegen alle zu kämpfen. Wäre natürlich auch mal Respekt wert. Da könnten wir beim nächsten Mal wieder den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Denn der ist ja jetzt ein bisschen low, Bobby. Deswegen. Und das war perfekt. Wir kriegen nochmal richtige Vitalpunkte hier, weil wir kein Eiskorb getroffen worden sind. Hat er aber jetzt. Jetzt. Der ist natürlich ein krasser Typ, ey. Bei dem muss man immer aufpassen hier. Wie man hier kämpft. Gib dir gleich mal einen Yoda Flamen. Ich kann mich auch noch an Street Fighter erinnern. Das war damals, da waren viel mehr Action im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, was jetzt das war. Ob das auch The World Warrior war oder, also nicht das, sondern etwas anderes. Ach, wir mussten gegen den nur einmal kämpfen. Okay. Oder haben wir schon zwei? Ach stimmt, das ist so, da haben wir ja schon. Gegen Ironda. Da finde ich die Kulisse im Hintergrund geil, wenn du gewonnen hast. Ah, der berüchtigte Sumo-Ringer natürlich hier. Damals, da kann ich mich auch noch dran erinnern, damals, vor 100 Jahren. Ich kann mich noch an den guten alten Joystick erinnern, wo man einen Knopf an die Seite, es war so ein Cheat-Knopf war das irgendwie. Da hat er die ganze Zeit seinen Special-Move hier gemacht. Das war dann halt so, ich sag mal, so schnell wie möglich die Attacke dann hintereinander machen. Das war mega geil. Komm schon. Ah, Baby. Ach, Kacke. Da haben wir gegen die Marke Honda verloren. Da sieht man seinen Penis. Seht ihr auch den Penis? Ich glaube, das war nicht bewusst gemacht. Dann Special Move, ey, kannst du mir nix hier. Und ich habe gelernt. Uiuiuiui. Jetzt bin ich ein bisschen gepflegt. Hoffentlich macht er nichts mit mir. Habt ihr das gesehen? Hayuken habe ich gemacht. Hayuken. So. Den vorletzten getötet. Ja, da wird der leer. Und wir spielen gegen den letzten in Japan. Das ist natürlich Ryu. Natürlich einer der Hauptcharaktere hier bei Street Fighter. Die Musik kommt irgendwie so bekannt vor irgendwie. Also jetzt nicht von Street Fighter, sondern noch irgendwo. Ich meine, auch mal Herr Yuken, Alter. Name. Bam! Gekillt. You win! More Forko. Die letzte Runde. Ein bisschen Special Moves machen hier. Da hat er nur. Damit hat er nämlich nicht gerechnet. Eieieiei. Thank you.
Gib dir gleich mal Hayuken, Alter. Und wir haben gegen ihn gewonnen. Das ist wunderbar. Das freut uns. Alles klar. Ja, schöne Runde, würde ich mal dazu sagen. Get up at 2 early 4. You to be defeated. Yeah.